Seit kurzem dürfen museale Einrichtungen wieder öffnen. Besucht werden können in Schneeberg ab Dienstag, dem 13. April, das Museum für bergmännische Volkskunst sowie ab Donnerstag, dem 22. April, das Siebenschlehener Pochwerk. Die Stadtverwaltung zeigt sich erleichtert. Dieser erste Schritt geht in die richtige Richtung und wir hoffen, dass zeitnah weitere solche Entscheidungen auch für andere Bereiche in Tourismus, Kultur, Gastronomie und Sport folgen. Die Anmeldung und Terminvergabe ist von Montag bis Freitag jeweils in der Zeit von 8 bis 15 Uhr unter den eingeblendeten Kontaktdaten möglich. Besucher müssen einen negativen Testbescheid vorlegen. Im Museum für bergmännische Volkskunst wartet auch eine Sonderausstellung. Unter dem Titel Begegnungen zeigt das Haus Schnitzereien von Anton Diener. Darin verarbeitet Diener die Begegnungen mit Menschen, ihrem Glauben und ihren Traditionen. Im Pochwerk sind hautnah die einzelnen Arbeitsschritte zur historischen Erzaufbereitung zu erleben.